da zwei oder drei Gründe. Zum einen liegt es daran, dass Korinth diese wunderbare, knappe Verbindung zum Meer hat, durch diesen, weil es an zwei Buchten oder zwei Golfen liegt, der Sardinische Golf, der nach Athen rübergeht, und der Korinthische Golf, der dann in die Ägäis geht, also nach Westen, um nach Westgriechenland bis Igoumenitsa und weiter sogar bis nach Italien. Und das Korinth, das ist der erste Grund, also zwei Häfen, das war eine Verbindung zur See, das war ganz wichtig. Dann der zweite Grund, ein sehr fruchtbarer Boden. Die Mädels oder Jungs unter euch, die backen, müssten Korinth nicht kennen. Was sind das? Was ist denn das? Ja, aber warum ist das ein Klugschlag? Ja. Ja, und zwar sind das ganz kleine, kerngroße Rosinen, also zum Backen werden die verwendet. Ja, sehr schön. Also, und wenn wir nachher oben auf Akko-Korinth sind, können wir sehen, das ist eine sehr fruchtbare Blüte. Ja, wenn wir dann runterfahren, vom Bus aus hat man es gesehen, da sind so riesige Folien immer in den, an den Hängen gespannt. Das ist um die Früchte dort. Ein herzliches Grüß Gott, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, meine lieben Abonnenten, liebe Fans. Heute haben wir eine weitere Station angelaufen. Ich bin heute mit meinen Argonauten hier in Altkorinth, um genau zu sein. Hier befinden wir uns an der Agora, dem ehemaligen Marktplatz von Altkorinth. Ich wünsche euch jetzt schon recht viel Vergnügen mit den folgenden Bildern in diesem Video. Und wir sehen uns dann zu einer weiteren Station später nochmal wieder. Ja, wie ihr feststellen könnt, hier befand sich einst die Agora, wie gesagt, der ehemalige Marktplatz Altkorinths. Wir machen jetzt einen Schwenk. Hier hinten seht ihr eine Markthalle, in der Händler ihre Bänke aufgestellt hatten, ihre Waren dargeboten haben. Auch diese Überreste müssen wohl einst Markthallen gewesen sein. Dahinter seht ihr den ehemaligen Tempel des Apoll. Jetzt machen wir weiter einen Schwenk nach links. Im Jahre 140 vor Christus wurde Altkorinth von den Römern dem Erdboden gleichgemacht, nachdem sich Korinth und Rom überworfen hatten. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde Korinth noch ein weiteres Mal zerstört, nämlich durch ein Erdbeben. Denn ganz Griechenland befindet sich, wie auch Italien, in einer geologisch aktiven Zone. Hier seht ihr nochmal ganz kurz meine Argonauten, die ihrem Lehrer jetzt zur nächsten Stelle folgen. Denn wie ihr schon zweifellos feststellen konntet, befinden wir uns hier in Griechenland auf einer klassischen Bildungsreise. Einer Bildungsreise, die jedoch alles andere als langweilig ist. Es sind insgesamt drei Lehrkräfte vorhanden, die sowohl den Schülern, also meinen Argonauten, als auch mir den Horizont doch recht deutlich und überaus lebhaft und hochinteressant weiten.
Geschichte, wie ihr seht, muss nicht unbedingt staubtrocken und langweilig sein. Meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, hier seht ihr die Reste der Tempelanlage zu Ehren des Apoll aus dem 6. Jahrhundert. Jetzt machen wir noch einen kleinen Schwenk hier rüber zum Golf von Korinth.